ganz schön schwer. Machen wir wieder auf. Oh, alle. So, Stunde der Wahrheit. Ich kann noch nichts probieren. Hier einfach. Ja, irgendwo, wo sind sie? Ja, die haben das selber gemacht damals. Liebe Freunde, heute zeige ich euch, wie ich hier nenne. Das ist ein Aufsetzrahmen von Hornbach. So, der heißt Pertura. Packe ich aber nochmal in die Videobeschreibung. Montiere und eine neue Tür verbaue. Habe ich das soweit schon vorbereitet. Habe die Tür ausgerichtet. Der Wasserwaage. Der wird einfach nur zusammengeschraubt, also die Ecken hier zusammengeleimt. Mit einer Schraube durch. Schraubt man ihn quasi von hier hinten durchs Holz gegen rein. Also dass der quasi wird einfach nur aufgeschraubt. Ich habe jetzt nochmal mit 4 Schraubzwingen das alles, wie gesagt, im Wasser. Hab Lappen zwischengelegt, nicht damit es irgendwie ja, Kratzer gibt oder sowas. Und jetzt ist quasi der Punkt gekommen, wo ich den Rahmen festschraube. Einfach hier solche Spackschrauben geholt. Mal gucken, ob ich da durchkomme. Probieren wir mal eine. Dann nehmen wir uns hier so einen Sternschlüssel. Der passt. Dann probieren wir mal. Unser Glück. Dann können wir jetzt das hier schon abnehmen. Ganzen Schraubzwingen. Aber da schraube ich nochmal rein. Da steht ja auch, dass man auf Höhe des Schließblechs auch 2 Schrauben anbringen soll. Das mache ich nochmal. Jetzt haben wir ja hier soweit den Rahmen da vorgeschraubt. Wie gesagt, das wird einfach nur hier vorgeschraubt. Da ist jetzt, ja, die haben das selber gemacht damals. Einfach nur zack, davor. Ich spritze das jetzt hier innen, dann nochmal mit Acryl aus, dass das sauber aussieht. Jetzt sollen wir hier die Bänder einsetzen und haben dafür diese Bohrschablone. Ich könnte das erkennen. Die macht man jetzt quasi in das Loch und da unten und bohrt es dann. So soll es dran. Nehmen wir mal einen Sechser. Gucken, ob es passt. Nur das Ding hier mit 3 bis 4 mm Stärke an die Wand quasi. Der geht quasi, das Scharnier geht hier in diese Nut. Ich drehe den noch mal ein bisschen locker. Hier rein. Na, fokussiert es doch. Da geht das Teil oben und unten rein und wird dann quasi zusammengepresst und hält es damit. Deshalb vorher das Ding rein. Dann ein bisschen Gummi haben. Schraub mal das Ding wieder fest. Machen wir noch mal kurz ein bisschen mit dem Staubsauger sauber. Sind wir soweit fertig. Die Tür heißt übrigens auch Pertura. Ist jetzt eine 86er Tür, DIN rechts, weil der Anschlag rechts sitzt. Ist ganz schön schwer. Machen wir wieder. Oh, Freude. So, Stunde der Wahrheit. Ich kann noch nichts probieren. Schleift auf jeden Fall schon mal nicht. Na, was? Wackelt. Und hat Luft. Muss ich sie nur wieder aufkriegen. Das ist ja ein allrounder Trick. Schärfer. Tada. So, jetzt machen wir noch die Kappen drauf. So. Kappen sind drauf. Das ist natürlich schön unter Spannung, ne? So ist gut, ne? Sieht aus, als ob da nie was anderes war, oder? So. Jetzt wollen wir noch Acryl machen und dann. Ja, das stimmt. Robert hat gesagt, ich soll nicht immer so sagen. Wer so sagt, hat schon was getan, ne? Deswegen sage ich das so oft. Das ist auch der Witz der Woche. Für den Rahmen kriegst du keine Bedienungsanleitung. Aber für die Türblatt, fürs Türblatt, da kriegst du hier Anleitung, da kannst du dich totschlagen mit. Witz. Kann nicht wahr sein.
zieht er das mit dem Finger so einfach ab. Ekelhaft. So. Nein, nicht so. Entschuldigung. Den Griff dran machen und dann haben wir die Tür fertig. Und dann mal einen Daumen da lassen. Wie findet ihr das Ding? Ich finde es eigentlich nicht verkehrt. Dann müssen wir noch aufrollen.